Ja, moin und herzlich willkommen hier zu Let's Play Crisis Warhead. Scheiße. Ja, wir sind im vierten und fünften Part. Und ja, wir legen natürlich gleich weiter los. Ich hoffe, wir haben hier in diesem Part nicht auch wieder so ein scheiß Problem mit dem Helikopter oder dass da überhaupt einer kommt. So, wir fahren einfach mal ganz normal weiter hier. Okay, da waren Gegner, wie man sehen konnte. Okay, okay, okay. Sind ja gleich ein paar Gegner mehr. Im Hafen gibt es einen Zugangsknoten des koreanischen Armeenetzwerks. Zack, zack. Hack dich rein, dann sehen wir weiter. Hack dich rein, leichter gesagt als getan. Erstmal muss ich hier durchkommen. So, ich glaube, den Rest muss ich gehen. Achso. Ah, Freunde, hell ist schon wieder. KVA bunkert in einem der Gebäude Munition. Ich habe eine dieser EMP-Granatwerfer gesehen. Sieh dir das mal an. Komm schon. Da hat sie einen Bogen gemacht. Aha, Kabusch. Gabutsbas. Bam, bam, bam. Wie viel Munition ich verballer, nur weil ich daneben schieße. Mann, 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 Mann. Also hier ist irgendwo ein Gegner. Na. Sehr froh, ich wollte eigentlich einen Kopfschuss geben. So wie deinem Kollegen hier. Damn, 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 damn. Hey, hier ist ja keiner. Hey, zeig dich. Munition. Achso, das war schon. Okay. Ja, nee, ich geb dir einen Schuss in den Hals und du überlebst. Finde den Fehler. So, schon viel besser. Hä? Dann steht jemand und schießt auf mich. Na, scheiße. Hä? Was geht denn jetzt? Wieso bin ich draufgegangen? Willst du mich verarschen? Ja, ja, Blacky, ja, ja. Hey, wieso kann man jetzt... Willst du dich verarschen oder was? Alter. Muni, Muni. Claymore, okay. Wir werden uns natürlich langsam... Ah, ich kann hier vorne irgendwo hin. Hier vorne soll ich hin. Ah, komm schon. Komm schon, komm schon. Mann, 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 Mann. Falsche Taste natürlich. Mann! Ihr abgedroschenen. Zack, 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 zack. Bam!
bin im Falschen drin, ne? Na, willst du Aufschläge kriegen? Nö. Ja, er hat sich versteckt. Kleine Pussy. Benutzen! Download läuft! Sicher natürlich aufpassen hier. Wir haben den Jackpot geknackt. Ich verschaffe mir Zugang in Ihr Notfallsystem. Wir? Den habe ich für euch geknackt, ihr Wichser. Die Türen automatisch auf. Keine Spur von dem Behälter. Die müssen die Gefechtsköpfe schon auf das U-Boot verladen haben. Ich habe hier KVA-Stellungen rund um Ihr Kampfgebiet. Mehrere koreanische Helikopter kommen direkt auf Sie zu. Wie ist das passiert? Das war meine Schuld. Ich bin in Ihr Sicherheitssystem rein. O'Neill, sofort zurück zur Basis. Ihre Hilfe wird hier nicht benötigt. Ich will hier keinen neuen Code Blau. Nein, so. Ich bin noch schon auf dem Weg. Oh, da ist wieder ein scheiß Helikopter. Oh, 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 oh. Mann, 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 Mann. Schleicht sich von hinten an, du. Alter, wisst ihr was? Ich gehe jetzt aufs U-Boot. Ihr könnt mich mal. Zack. Ihr könnt mich mal. Ich gehe aufs U-Boot. Und die haben hier irgendwas gefangen oder gelagert. Die lagern da irgendwas. Ja, ja, ja. So, das Ding schließt sich natürlich. Wir sind damit drinne. Und ja, wir hören irgendwie Musik gerade im Hintergrund. Oh, wir wurden gefunden. Das können wir natürlich auch überspringen. Und so sind wir jetzt im dritten Level. Leider kann ich durch die X-Tory-FPS-Zahlen nicht erkennen, wie das Level heißt. Adaptor Perish oder sowas, glaube ich, kann ich daraus lesen. Aber nun ja, ich weiß gerade selber gar nicht, wie viele Level es gibt. Ja. Dateikassette, Missionseffektiv, bla 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 bla. So. Alles überspringen hier. So. Bam. Oh. Alles gefroren hier. ERP-Granaten können den Namen suchen. Okay. Wir brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Oha, was ist hier passiert? Nehmen Sie das Horrorcraft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, ich habe hier gar nichts an Waffen. Gar nichts. Und ich soll... Ah, da ein Hovercraft. Das soll ich nehmen. Okay. Ja, noch. Ah, okay. Alter, was sind die so krass stark? Alter, was geht?
Psycho, haut ab! Nehmen Sie das Hovercraft! Wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt mal. Okay, los, bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Nichts darf Sie aufhalten. Jo, kein Problem. Rückwärts, komm schon. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo das Boot hin ist. Anscheinend sind die hier lang. Also so sieht es auf jeden Fall hier aus. Ich hoffe es auch zumindest. Oh, ich werde verfolgt. Und ich verfolge die natürlich. Nein! Komm schon! Verdammt, wir haben ihn verloren! Ja, nein, wir haben ihn nicht verloren. Ich komme wieder hinterher. Sicher? Ach ne, da hinten ist er doch. Oder? Ne, doch nicht. Mann, ey. Na komm schon. Alter, hier was ran. Alter, was geht? Vor ihm ist ein Weg, an dem Schiff entlang. An dem Schiff entlang? Ach da. Okay. Okay. Da ist der Behälter. Oh, es geht. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber komm. Komm. Das interessiert mich jetzt alles erstmal nicht. Ich soll hier einfach nur. Ja, nee, ist klar. Ihr abgewichsten Scheißkerle, ganz ehrlich. Aber nun ja, so haben wir wieder Zeit für was anderes. Denn es ist wieder soweit. Wir können diesen Part hier beenden. Und das werden wir natürlich auch machen. Wir werden noch speichern. Damit wir beim nächsten Mal wissen, wann wir wieder da sein sollen. So, das war's denn von mir. Howdy ho und tschüss!